Seid ihr auch bereit für den Urlaub? Dann werdet ihr diese Folge lieben. Let's go. Laut einer dein Thema? Den Urlaub auf Skellriff. Den Urlaub auf Skellriff, das ist immer schön. Ja gut, Chewie auf jeden Fall mit der Sonnenbrille, den kann man nehmen. Ah, den habe ich gar nicht. Vielleicht Luke im Farmboy-Outfit? Ja, ich habe aber, wie gesagt, den Chewie. Achso, nee, ich kann den Chewie nehmen. Ich habe jetzt halt Finn mit seiner Weste einfach, aber ich weiß nicht, ob das so... Oh, der sieht auch urlaubig aus. Urlaubig. Urlaubig. aber Leia ja, ist urlaubig. Hier... Warum ist er überhaupt eine Leia? Die sieht überhaupt nicht urlaubig aus. Uwe hat verkackt. Ja, ich wurde einfach gewechselt. Oh, wieso will ich den jetzt... Boah, wir müssen den Dooku wiederholen. Warum ist ein Dooku eigentlich immer bei unseren Motto-Dingern perfekt passend? Noch urlauberig geht's gar nicht. Der schlaft nur Dooku in der Wandsteinanzug. Kongzilla haben die. Alter, wird der wieder fertig gemacht. Der kommt nicht mal an. Alter. Was ist denn los heute? Da. Und jetzt der Wookie-Stampfer. Ich werde hochgehoben, Hilfe. Oh, die Pizza King ist Vader. Aber das wird schwieriger. Komm mal jetzt schön in den Wasser planschen eine Runde. Jetzt gehen wir wieder an den Strand. Boah, jetzt eine Runde schwimmen, ja. Ey, das wäre auch noch Vader. Das Jetzt will ja schon wieder mich, der Vader. Was ist denn mit ihm? Der ist einfach dein Urlaub. Ey, der ist halt immer so geschniegelt und gestriegelt. Wirklich, das hat halt nie Urlaub. Immer arbeiten, immer fürs Imperium und so. Ich will boxen! Ah. Hier ist irgendwo noch Ober. Oh, und Vader schon wieder. Ich sehe nicht mal, wo der Vader ist. Hebt mich einfach hoch. Wo habe ich doch mein Urlaubsbäuchlein schon? Und was ist im Spiel? Den alten Opa hole ich so weg. Wie stolz er das sagt, ey. Hallo, ihr jungen Leutchen, ist doch ein schöner Tag heute. Oh, du willst dich also prügeln, hä? Na, dir zeigen wir es, Opa! Oh, hinter mir kommt der Opa. Den nicht. Wo ist er? Der Opa will natürlich wieder. Ah, der ist unten. Da. Hier, der ist unten. Opa will uns den Urlaub kaputt machen. Wir will uns den Urlauf kaputt machen. Der will die Liege reservieren. Lauf! Er hat schon eine Handtuch dabei. Oh, der Pizza King hat den Small. Hab ich aber erwischt. Hab ich dir recht. Da kommt der Opa wieder. Denn darauf sind die Rebellen aus. Auf Pizza? Ja, auf Rache wollte ich eigentlich. Star Wars dreht sich halt auch einfach nur um Pizza. Ich hab gehört, den letzten Kill machen wir alle nur im Nahkampf. Das sind nur Boxen. Oh, ich darf Luke nicht mehr nehmen. Oh, noch Boxen, ein Kill, nur noch Boxen, ne? Nur noch Boxen, nur noch Boxen. Das ist Boba, die kann ich nicht boxen. Boba wird schwer. Nicht, der tötet mich. Jetzt sind wir schneller, los. Undercover Team und go. Undercover Boxen. Der rennt aber nur weg. Mach den hier, das. Oh, jetzt kommt der Ball. Nee, der Ball. Ey, Justus hat schon wieder geschossen. Es tut mir leid. Justus ist ein Schummler. Er hat Angst, dass Boba Fett wieder wegfliegt. Ja, also Justus hält sich nicht so an die Sachen, die man sich vornimmt. Weißt du, da steht mal 20 zu 1 oder sowas und der muss dann auch um sein Leben schwitzen. Nee, ich stehe tatsächlich 9 zu 3. Wie urlauberisch wir da sind. Guck mal, wir landen. Wir Alter, der laufen. Wir landen. Ja, der Lando sah richtig urlaubsready aus. Ja, Lando rennt zum Strand, Chewie freut sich übers Wasser. Ja. 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 Bevor es mit dem Video weitergeht, gibt es hier einen ganz kurzen Einschub zu meinem Partner Instant Gaming. Die Seite könnt ihr gerne mal abchecken, denn dort kriegt ihr deutlich günstiger alle möglichen Spiele, Guthaben, Abonnements und so weiter. Egal für welche Plattform, ob PC, Xbox, PlayStation oder Switch. Dort kriegt ihr fast immer den günstigsten Preis. Des Weiteren gibt es dort auch ein Gewinnspiel, was jeden Monat stattfindet. Das heißt, ihr könnt jeden Monat ein Spiel komplett gratis gewinnen. Mitmachen lohnt sich. Die ersten beiden Links in der Beschreibung sind's. Und jetzt geht's weiter. Kriegen wir bei den Schurken auch die Urlaubscrew hin? Wir haben auf jeden Fall Dooku. Ja, Dooku und Dooku. Vielleicht Aiden ohne Helm. Irgendwie so ein bisschen zwanglos und leger. Bossk. Kylo vielleicht ohne noch. Bossk ist einfach ein Tier aus der Natur da. der wohnt am Strand. Also die Natur möchte ich meiden, wo der unterwegs ist. Imperator eher nicht. Der Imperator sieht wirklich nie aus nach Urlaub. Wie das aussieht, du cool Pyjama, ey. Der Bossk hat auch ein Pyjama an. Ja. Bossk ist eine Echse von mir. Guck mal, Luke ist auch wieder im Urlaub. Wahrscheinlich ist das ein Pyjama. Der Finn ist auch der gleiche. Pyjama. Und Dooku. Ah, dein Blitzer nicht. Ihr habt überlebt. Und ihr seid so gebräunt. Schieße. Nope. Nein, das nicht der Solo ist so low. Oh, der Anakin will mich. Ich scan nochmal. Kannst du dir nicht helfen? Das ging, glaube ich, nicht durch. Der Pizza King, er ist so krass. Justus, ich brauche Bossk-Unterstützung. Wo bist du denn? Unter der Brücke, wie immer.
Ein bisschen Kleingeld, Ma'am. Du wurdest gerade richtig weggeschossen, oder? Was war denn das, die Granate? Luke. Nein, ja, ich habe gerade in dem Moment Dings. Schade, dass wir uns den Urlaub nicht gönnen. Die gönnen nicht. Ja, warum will der denn der nicht so? Der rennt schon wieder an mir vorbei. Also heute hassen die alle OW. Ja, das ist irgendwie uncool. Boah, das war cool, Fahne. Ach, Kylo Ren's Team ist einfach so geil. Aber die wollen unser Haustier. Die wollen mich. Die wollen das einheimische Tier. Und das einheimische Tier einfach verprügelt. Hey! Macht man das so? Also legst du einfach in Ruhe am Strand, ne, als Echse. Ich bleib mal lieber bei euch hier. Die kommen doch hier gleich her und wollen OP. Da ist schon die Granate hier irgendwo. Das ist Leia. Die ist auch im Urlaubsoutfit, wie Obi sagen würde. Boah, Alter, ist es richtig geil, wie Fabian die dann immer richtig wegschockt, wenn die schon am Boden liegen. Er genießt es richtig. Ja, natürlich. Also der Ansager hier bringt genau so schlechte Gags wie... Komm, Obi, ich komme! Oh, ich boxe! Ja! Mein Sohn, der boxt mich auch! Er hat von dir gelernt. Ich bin ein großes Vorbild. Ich werde dich rächen, Fabian, ich hab dich gerecht. Jetzt kommt auch Finn. Den zieh ich weg. Jetzt kommt Finn! Oh! Der Finn, der boxt einen. Aua. Das ist richtig witzig. Ich sign ihn dir, Justus. Schieß ihn ab, Justus. Ich sehe ihn nicht. Jawohl. Oh, ich hab's mir geklaut. Och, Mann. Genau, muss ich an mein Leben überdenken. Warte, ich schlage ihn jetzt. Jetzt kommt die Kreatur vom Strand. Oh. Kreatur vom Strand wird auch geil. Ja, Lukas ist gestunt. Das ist irgendwie sowas richtig Geiles. Darauf freue ich mich über, wenn ich in Urlaub fahre. Kreatur vom Strand. Das ist das so nicht eher. Kennt ihr das nicht? So eine freundliche Kreatur vom Strand, die man einfach mal so aufgabelt? Alter, Bosk ist so scheiße. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Boah, jetzt machen sie uns hier richtig fertig gerade. Ich vermisse diesen Moonjump von Bosk. Der war viel besser. Jawoll! Hab ich nochmal mich richtig hochheilen können. Das war richtig stark mit dem Sand. Yes. Finn. Da oben ist auch noch Han Solo. Aber ich sterbe da, wo ich es geliebt habe zu sein. Im Wasser. Noch ein Kill. Wieder boxen? Können wir mal versuchen. Ich kann eh nur boxen. Oh Gott, der ist ja full life. Denkst du, du kannst mir standhalten? Ja, Gott! Ja, sehr gut, Justus. Eieiei. Den habt ihr noch verprügelt? Obi-Wan! Ach, jetzt ist vorbei mit dem Urlaub. Wo ist unsere Kreatur? Ist nicht da? Ja, deswegen habe ich als Aiden so weggeguckt. Ich habe die gerade gesucht. Mein Haustier ist weggelaufen. Deine Battlefront-Zeit ist vorbei. Ich gehöre zu den alten Aiden. Typische Justus-Sprüche. Alright, Leute, damit war's das. Wieder mit einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Amino Saber Dart.